Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Klein Marketing Consulting und meiner Quick-Tipp Pipedrive CRM Serie. Und heute schauen wir uns mal an eine sehr wichtige Sache und das sind Custom Fields, also Felder und wie man die zusätzlich einrichtet. Ja, da gehen wir so wie halt auch immer in Unternehmenseinstellungen und hier sehen wir hier unten Datenfelder. Ja. Und hier sehen wir schon in meinem Demo-Account, dass man zu allen vier Hauptebenen, die ja durch das Pipedrive CRM abgebildet werden, Lead, beziehungsweise Deal, Kontakt, Organisation und Produkt, man zusätzlich zu den bereits von Pipedrive eingeführten Pflichtfeldern, man beliebig viele zusätzliche Felder hier oben bei ein Feld hinzufügen kann. Also ich habe das hier mal ein bisschen dargestellt. Zum Beispiel auf der Organisationsebene sind diese Felder mitunter am wichtigsten. Zum Beispiel, wenn du in der IT-Branche arbeitest, so wie die allermeisten meiner Kunden, oder eigentlich alle meiner Kunden, und möchtest zum Beispiel ein Feld erzeugen, wo die ich hier zum Beispiel schon eingeführt habe. Ne? Also zum Beispiel ein Feld, welche CMS-Lösung ist aktuell beim Kunden im Einsatz? Ein Textfeld zum Beispiel. Welche Branche? Wie viel Umsatz? Und so weiter und so weiter. Und das sind jetzt hier meistens alles Textfelder, aber ich möchte nur ganz kurz zeigen, dass es auch möglich ist, dass man da natürlich unterschiedlichste Feldtypen definieren kann, die teilweise sehr, sehr hilfreich sind, die man dann letztendlich auch in allen Filtern und Abfragen, auch über zum Beispiel Webformulare, dann wiederum genauso die Daten abtragen kann, einfischen kann. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Aber das werde ich dann in weiteren Videos beschreiben. Heute hier einfach nochmal gekapselt. Ein Feld hinzufüge ich, ein Feld hinzufüge ich. Jetzt sagen wir mal, okay, ich möchte ein Feld hinzufügen. Und ich gehe hier oben auf das grüne Feld und dann sage ich Kontaktfeld hinzufügen. Und dann kann ich hier zum Beispiel sagen, was möchten wir hinzufügen? Etwas komplizierter, sagen wir mal, das haben wir zwar schon drin, aber ist jetzt egal, einfach so zu Übungszwecken. ERP-System, ja, im Einsatz. Und weil wir Kunden haben mit, sagen wir mal, unterschiedlichen ERP-Systemen oder wir haben uns, sagen wir mal, in unserem Portfolio haben wir Expertise zu, sagen wir mal, drei verschiedenen ERP-Systemen, nicht nur einem, dann können wir hier zum Beispiel eine Mehrfachoption auswählen. Und hier ganz einfach dann die drei ERP-Systeme, auf die wir spezialisiert sind, einfach hier eintragen. SAP, Oracle. Ja, und dann vielleicht noch, was gibt es da noch? Pro Alpha. Ja, irgendwas für eine Speziallösung für den Mittelstand. Irgendwie bezahlbarer für Mittelständler. Ja, und für die haben wir eben Expertise im Einsatz. Deswegen ist es für uns hochrelevant, ob unser potenzieller Kunde oder unser Kunde bereits einer von diesen drei oder vielleicht sogar mehrere von diesen gleichzeitig im Einsatz hat. Ja. Und dann kann ich hier natürlich nur auswählen, wie diese Felder natürlich sichtbar sein sollen. Ja? Immer sichtbar in der Detailansicht des Kontakts. Würde ich schon anwählen, es sei denn, ich habe ultimativ viele Felder, aber ich möchte ja jedes Mal, wenn ich mit dem Kontakt arbeite, möchte ich mich daran erinnern können oder zu jeder Zeit nicht auswendig lernen müssen, was jetzt ein Kontakt, der für eine bestimmte Firma arbeitet, für ein ERP-System gerade im Einsatz hat. Na, das merke ich natürlich nicht auswendig, weil ich arbeite vielleicht mit 100 verschiedenen Kontakten pro Tag und deswegen möchte ich es immer sichtbar haben. Ja. Und hier kann man natürlich noch sagen, ob das ein Pflichtfeld ist oder nicht. Das heißt, wieder zurückzukommen, wenn jetzt ich einen Mitarbeiter habe, der einen neuen Kontakt anlegt, dann kann ich hier zum Beispiel sagen, ein Mitarbeiter muss dieses Pflichtfeld ausgefüllt haben, er muss abgefragt haben,
welches ERP-System im Einsatz ist. Ansonsten kann er diesen Kontakt gar nicht anlegen. Das ist nur in seltenen Fällen wirklich, also ich würde es nicht zu häufig machen, weil sonst wird es schwierig, ja. Weil man einfach halt nicht zu jedem Kontakt gleich, zumindest nicht zu Beginn, alle Informationen hat, ja, oder die einfach nicht, sagen wir mal, zur Verfügung stehen oder der Kontakt einfach nicht sofort im ersten Call oder so, ja, hier einfach das dann sagen möchte oder was auch immer. Ja, das heißt, also mit den Pflichtfeldern wäre ich ein bisschen vorsichtig, das ist sehr sparsam. Und dann, ja, dann würde ich einfach hier mal auf Speichern gehen und dann sehen wir hier schon, dann haben wir das hier zur Verfügung. Ja. Hier als wichtig markiert, aber eben nicht als Pflichtfeld. Ja. Und dann sehen wir uns das, schauen wir uns das Ganze nochmal hier sagen wir, im Kontaktmodus an. Ich nehme jetzt hier einfach mal sozusagen mich selber. Ja. Und dann haben wir hier unten, wo haben wir das denn? ERP-System im Einsatz, Wert hinzufügen. Ja, mal angenommen, das ist jetzt das bin jetzt ich hier sozusagen, ja. Und dann neuer Kunde, also ich nehme jetzt mich selber dafür her, und sage einfach, okay, dieser Kunde hat SAP im Einsatz, Oracle und Pro Alpha, alle drei speichern, zack, ja. Also sehr, sehr wichtig, sehr, sehr cool, diese zusätzlichen Felder, mit denen, also es ist eine essentielle, so mal, Art und Weise, Methode, Funktionalität, die man auf jeden Fall nutzen werden, die du auf jeden Fall nutzen werden wirst. Und ohne den geht es eigentlich gar nicht. Ja? Im nächsten Video schauen wir uns nochmal was zu Label an. Und der kleine Unterschied zwischen Label, sprich Label ist es letztendlich das gleiche wie Tags. Manche kennen es unter Label, manche Systeme benennen es mit Tags, wie zum Beispiel bei Clicktip oder bei Active Campaign, da ist es auch Label oder Tag. Das ist dann sehr, sehr wichtig, auch wenn du zum Beispiel automatisierte E-Mails verschickst. Ja, da kannst du auch über Labels zum Beispiel deine Listen segmentieren, aber auch über diese Felder. Ja. Und es gibt einen kleinen Unterschied grundsätzlich zur Funktionalität zwischen Label-Tag und diesen Custom Fields. Und dazu werde ich mal nochmal ein extra Video machen, um das ganz präzise, diesen Unterschied Custom Fields versus Labels erklären. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche dir viel Erfolg, Happy Hunting, Daumen hoch und gib mir im Video auch einen Daumen hoch, wenn dir hier so ein bisschen wieder weiterhelfen konnte. Freut mich das auf jeden Fall. Und teile das Video mit deinen Freunden und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, lass mir unter einen Kommentar und dann die Tage, ne?